Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ihr habt es so gewollt bei der Umfrage, ob ich Vlogs machen soll von unterwegs von meiner letzten Tour in diesem Jahr. Und ja, ihr habt es halt nicht anders gewollt. Über 90% haben für Ja gestimmt. Ja, dann müsst ihr da jetzt auch durch. Ich habe mir hier ein richtig schönes Plätzchen gesucht. Stehe hier seit gestern, habe hier gestern schön am Rechner gearbeitet, weil es gestern geregnet hat. Und heute früh wurde ich 10 vor 7 geweckt. Da hat es schon wieder geklopft am Auto. Hat schon lange nicht mehr geklopft. Aber diesmal hat es wieder geklopft. Und zwar hat die Polizei schon wieder mal vor meinem Auto gestanden. Aber es war überhaupt nicht schlimm. Polizist, Polizistin, beide zusammen. Gucke so verträumt noch aus dem Auto. Und die meinten nur, oh, okay. Die wollten nur schauen, ob auch alles okay ist. Und da hätte ja sein können, dass jemand das Auto hier einfach in der Wildnis geparkt hat am Waldrand. Oder wie auch immer, sich nicht wohl gefühlt hat oder wie. Jedenfalls haben sie nur kontrolliert, haben gesagt, gut, das war's schon, danke, tschüss, weitermachen, viel Spaß. Und sind dann wieder abgezogen, also ganz entspannt. Ja, wenn man sich ordentlich gibt, kommt doch was Ordentliches zurück, sage ich immer. Ja. Machen auch nur ihren Job. Und ja, ich werde mich auch so ganz langsam fertig machen, war schon ein bisschen fleißig, schon ein bisschen gesportelt heute Morgen. Und mache mich gleich auf den Weg Richtung Rakotzsee. Das klingt sehr witzig, aber den habe ich schon so lange bei mir auf dem Plan stehen. Immer wenn ich durch Deutschland fahre, gucke ich mir das an und sage, da musst du doch irgendwann mal hin. Das ist doch so eine Sehenswürdigkeit in Deutschland. Es gibt die Rakotzbrücke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Falls ja, schreibt das gerne mal unten rein. Da werde ich heute hinfahren und werde mir die mal anschauen, denn die soll ja ein richtig, richtig schönes Fotomotiv sein. Das heißt, ich packe jetzt ein, mache mich fresh, setze mich hinter das Steuer und mache mich auf den Weg, knappe Stunde von hier entfernt, ein bisschen mehr, und dann sollte das nicht Problem sein. Wetter ist jedenfalls perfekt dafür. Am Rakotzsee bin ich schon mal angekommen. Bisher sieht es aus so ein bisschen eher wie ein Tümpel. Aber ich glaube, das zieht sich ganz schön. Das sind so kleine Ausläufer. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe ja mal reingelesen, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, zwischen 200 und 300 Meter lang. Ich glaube, an der breitesten Stelle ist der Rakotzsee 50 Meter breit. In der Regel so zwischen 30, 40. Ne? Ansonsten Daten schreibe ich einfach hier rein. Da war ich eben schneller an der Brücke als gedacht. Kaum die Kamera ausgemacht, zack, hatte ich den Blick auf die Brücke. Aber da sind mir gerade viel zu viele Leute. Und dafür, dass es hier echt nur so ein... Das ist echt nur ein Tümpel. Schaut euch das an. Das eigentlich... Aber da hat man es mal wieder, ne? Medien, Fotos und Realität. So ist dann halt der Unterschied. Ich versuche mal noch ein bisschen dichter ranzugehen an die Brücke, dass man halt noch ein bisschen mehr sieht. Die Bäume kann man schon ein bisschen was sehen. Ist schon spannend. Kleiner Trampelseitenpfad. Direkt bis ans Wasser. Ja, da stehen immer die ganzen Leute und zack, da ist dann der Blick auf die Brücke. Den Rakotzsee findet ihr im Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau. Sein Name kommt aus dem Sorbischen, wo Rak wohl für Krebs steht. Es ist ein zwischen 1842 und 1875 künstlich angelegter See. Da der See keinen natürlichen Zulauf hat, wird sein Wasserstand mittels einer Pumpe erhalten.
Es gibt Überlegungen, ihn aus einem natürlichen Wasserlauf zu speisen. Er ist ca. 300 Meter lang und ca. 35 bis 50 Meter breit. Die Breite variiert natürlich auch vom Wasserstand. In der Mitte wird der See von der 35 Meter langen Rapkotzbrücke überzogen. 19,8 Meter davon sind der reine Bogen, der sich auch im Wasser spiegelt. Erbaut wurde die freispannende Bogenbrücke zwischen 1866 und 1875 vom Rittergutsbesitzer Hermann Friedrich Rötschke. Die als Teufelsbrücke inszenierte Gartenarchitektur ist Bestandteil des von Rötschkes in der gleichen Bauzeit initiierten Rakotz-Ensembles, bestehend aus der Rakotzbrücke, einer Grotte, der Basaltorgel im Rakotzsee und dem kleinen Wildwasser mit der kleinen Teufelsbrücke. Im Jahr 2017 dienten der Rakotzsee und die Brücke als Kulisse für den Film Der Zauberlehrling. Die dank der Wasserspiegelung zu einem Kreis geschlossene Rakotzbrücke fungierte dabei als Tor in die Parallelwelt. Im Film Matrix Resurrection von 2021 ist die Brücke in der Kampfsimulation mit Morpheus zu sehen. Die stark einsturzgefährdete Brücke wurde im Zeitraum 2018 bis 2021 grundlegend saniert und restauriert. Zur Sanierung der einsturzgefährdeten Rakotzbrücke sowie zur Rekonstruktion der 1952 eingestürzten Grotte wurde das Wasser des Sees abgelassen. Die Sanierung der vierten Brückenkammer verzögerte sich wegen der Überwinterung einer Mopsfledermaus. Die Brücke wurde am 10. Juli 2021 wieder freigegeben. Das war jetzt aber eine kurze Nummer, würde ich sagen. Also ich habe mal geguckt, das sind jetzt 1,37 Kilometer gewesen, einmal rum vom Parkplatz aus los, ganz gemütlich. Ich bin jetzt echt 45 Minuten gelaufen. Ich habe versucht, die Zeit so lange wie möglich rauszuziehen, zu zögern, weil da vorne der Gang, direkt dahinter ist die Brücke und einmal zack gedreht, da ist schon der Parkplatz. Also es ist echt nicht weit, es ist sehr schnell. Blöd ist, man bezahlt direkt Ticket für 2 Stunden Minimum. Gut, man kann sich die Zeit natürlich hier im Park auch anders vertreiben. Man kann ja durch den ganzen Park laufen, sich das alles hier anschauen. Für das Parkticket 2 Stunden 3 Euro. Das war es auch an Kosten, was hier auf euch zukommt, falls es euch mal hierher verschlägt. Ich werde mich in den Cosmo hauen, werde mal gucken, wo es als nächstes hingeht. So. Dann melde ich mich wieder von unterwegs. Ich habe nochmal über 200 Kilometer zurückgelegt, habe mir jetzt wieder einen gemütlichen Platz gesucht. Hier werde ich heute Nacht bleiben. Morgen geht es dann weiter, einen Freund besuchen. Und von da aus habe ich mir überlegt, fahren wir einfach direkt weiter Richtung Süden. Denn in 2 Tagen bei mir, ja, startet das Oktoberfest. Da war ich letztes Jahr. Warum nicht dieses Jahr wieder? Also mit einer kurzen, ja, Auszeit morgen direkt runter weiter Richtung Süden und dann sehen wir uns gleich auf dem Oktoberfest wieder. Puh. Leute, ich melde mich nochmal von unterwegs. Hab mir gerade einen Schlafplatz suchen wollen bzw. gesucht und einen schönen Parkplatz eigentlich gefunden. Dann komme ich her. Schau, und dann ist es hier. Hier vorne stehen Autos und ein LKW steht sich genau hier hin. Und jetzt habe ich mich echt durch diese kleine Lücke hier gezwängt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da mit einem Cosmo durchpasse. Aber rechts, glaube ich, 3 cm, links hier an der LKW-Kante ungefähr 1 cm. Musste mein Spiegel einklappen. Aber ich habe tatsächlich hier durchgepasst. Und mein Schlafplatz für heute gefunden. Das heißt, Nickerchen. Morgen. Oh, ich hatte mich gestern ganz spontan entschieden, doch woanders hinzufahren. Da Schild Würzburg. Eigentlich wollte ich jetzt im Oktoberfest, aber eigentlich wollte ich da auch Personen treffen, die gar nicht da sind. Das ist natürlich auch eine Sache der Spontanität. Jetzt sind ja nicht alle so spontan auch dann und dann auch immer da. Also habe ich meinen Plan jetzt einfach geändert und bin weitergefahren Richtung Südwesten und habe eigentlich gar keinen Plan. Mal gucken, wo es hingeht. Einmal fahre ich erstmal weiter in die Richtung
ein paar Leute, die ich noch besuchen möchte hier. Und bevor es losgeht, muss ich aber erstmal da wieder durch. Ich habe es ja gesehen, letzte Nacht habe ich mich hier reingequetscht und habe gehofft, der LKW ist jetzt weg. Aber nein, keine Ahnung, ob der hier dauerhaft steht. Ja. Jedenfalls muss ich da jetzt irgendwie wieder durch. Aber wer reinkommt, wird ja auch irgendwie wieder rauskommen. Also probieren wir mal unser Glück. Oh. Ja, es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Zu Beginn der Fahrt ist auch meine Rückfahrkamera in Arsch gegangen, hat den Geist aufgegeben, beziehungsweise der Monitor der Rückfahrkamera. Das heißt, ich sehe hinten leider gar nichts mehr. Das ist alles so ein bisschen nach Gefühl. Aber gut. Mal gucken, was wir in die richtige Position kommen, in den richtigen Winkel hier. Rechts natürlich gar nichts. Das ist echt schwierig. Ich glaube, der Winkel passt immer noch nicht. Ja, schwierig auf so einer kleinen Ecke hier. So, ich glaube, jetzt sieht es gut aus, aber jetzt muss ich einmal den Spiegel einklappen, denn der Hinfahrt hat die Auto. Das heißt, ich habe keinen rechten Spiegel mehr. Ich sehe jetzt rechts wieder mal gar nichts. Dann bin ich wieder tot. Also muss ich so dicht wie möglich schön an den BMWs hier ran. So. So, das muss irgendwie klappen. Denn wenn das nicht funktioniert, ich glaube, zurück komme ich nicht mehr so einfach, wenn ich hier zwischenschlicke. Da muss ich ein Foto machen. Das ist ja krass knapp. Geschafft. Gut. Da können wir Navi nächste Position eingeben und dann geht's weiter. Leute, ich bin in Köln. Hier hat es mich als nächstes hin verschlagen und ich glaube, das Video ist für die meisten von euch richtig langweilig. Aber gut, ihr wolltet es ja so. Für mich ist diese Reise eigentlich eher wieder eine Rundfahrt, um Leute zu besuchen, Freunde zu besuchen, Kollegen zu besuchen. Und ja, das hat mich jetzt hier nach Köln verschlagen. Aber was ich euch zeigen wollte, wenn ich schon mal hier bin, da drüben, das muss ich mal gucken, da über dem Restaurant, das war meine allerletzte Wohnung, die ich hatte, was mittlerweile über 10 Jahre her ist. Heute sind es genau 3702 Tage, dass ich tatsächlich ohne eigene Wohnung lebe. Das ist Wahnsinn, denn ich bin ja jetzt seit
10 Jahren schon auf dem Schiff unterwegs. Also letzte Woche hatte ich quasi 10-jähriges Jubiläum. Und verrückt, wie die Zeit so vergeht. Also das ist echt Wahnsinn. Ja, so schnell ist das. Jetzt schon 2 Jahre im Auto. Mal gucken, wie lange das noch weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mache. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen in die City laufen, die ein oder anderen Leute besuchen gehen und dann, ja, mal gucken, wo ich mich ja, als nächstes melde, denn ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes mache. Und das war's. Aus persönlichen Gründen und weil die Route nicht ganz so lief, wie ich sie mir vorgestellt habe, habe ich mich dazu entschlossen, meine Route und das Filmen für dieses Video zu beenden, abzubrechen. Keine Angst, mir geht's gut. Ich werde mich ja dann irgendwann wieder bei euch melden. Bis dahin aber nicht vergessen, immer schön in Bewegung bleiben. Ciao.